Guten Morgen, Prinzessin. Wie geht's dir? Hübsch siehst du aus. Richtig hübsch. Alles gut? Und wo ist der Bali? Da ist er. Hallo. Guten Morgen. Wie geht's dir? Alles gut, mein Schatz? Oh, du bist schön warm. Hast du dich in der Sonne aufgewärmt? Ja, was hast du heute zu erzählen? Oh, komm mal her. Guck mal, die Kuschi ist auch da. Da ist die. Hier, hast du sie vermisst? Ja, geh ihr einen Kuss geben. Keinen Kuss geben? Mein Schatz. Und du verlierst auch Haare? So ist es nicht, ne? Ja. Dann ruhe dich mal schön im Wintergarten aus. Hier ist schön, ne? Und du fällst runter. Du fällst runter. Langsam. Ja, mein Schatz. Der kleine Wulmi ist draußen. Ja, der ist unterwegs wieder. Wie immer. Wie jeden Tag. Kuschi, hast du Durst? Ist aber, glaube ich, kein Wasser mehr drin, oder? Mann, der blinkt die ganze Zeit. Soll ich dir den mal auffüllen? Ja, mein Schatz. Dein Auge wieder gut? Ja. Komm, ich fülle den auf. Oh, hier, der ist leer. Denn ohne Trinkbrunnen geht's nicht. So. Kuschelein. Ein bisschen aufwaschen. Ja, die Kuschi trinkt wirklich nur aus dem Bohnen. Aus Schalen einfach überhaupt nicht. Ich bin wirklich sehr begeistert davon, dass sie den so gerne benutzen. Dass die Prinzessin uns nicht verdurstet. Da wartet sie auch schon. Hier. Tada! Ist gut? Sie kann es gar nicht fassen. Trink, Kuschi. Ja, trink. Jetzt ist er wieder ausgegangen. Weil du hast zu lange gewartet, Kuschelein. Warte, ich mache ihn da an. Geh weg kurz. So. Du musst auch schon mal lostrinken, Kuschi. Genau. Das ist immer so süß. Ich habe gemerkt, dass mit meinem Ton irgendwas nicht stimmt. Irgendwie hört man mich gar nicht so gut, obwohl ich es auch laut stelle. Deswegen probiere ich das jetzt mal mit den Kopfhörern. Weil da ist ja auch so ein Mikrofon dran. Vielleicht funktioniert es dann besser mit dem Ton. Nehmen wir das jetzt mal aus am Elias. Nimm mal ein bisschen das Mikrofon noch in die Hand und halt es an den Mund. So? Ja. Meinst du, dann hört man mich besser? Mhm. Wie war denn Ihr Geburtstag gestern, Herr Elias Fischer? Super. Ja? Er hat zweimal Geburtstag gefeiert. Leider kam er ja etwas später zu uns. Wann waren wir hier? Um 9? 9, ja. Ja, und um 12 sind wir schon schlafen gegangen alle.
Aber er hat sich sehr gefreut und er hat auch ziemlich viel Geld bekommen. Gib deine Kohle her. Er hat nämlich jetzt auch ein Bankkonto bekommen. Gib mal 5 Euro. Kann ich den ausgeben? Das würdest du auch machen, ne? Aber jetzt ein dickes Döner. Jetzt ist wieder Diät angesagt für uns alle. Deswegen gibt es auch keine Schleckis für dich. Ich kaufe mir, was ich will. Nein, du kaufst dir nicht, was du willst. Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, habe ich zu bestimmen. In 3 Jahren sieht die Sache anders aus. Dauert aber noch 3 Jahre. Was ist mit deinem Ballon? Den lassen wir hier hängen, jetzt schon. Willst du den nicht benutzen für deine Spielereien? Noch nicht. Nee, der muss noch ein bisschen schön bleiben. Der sieht echt schön aus. Und ich habe mich so extrem gewundert. Ich darf jetzt nicht sagen, was er gekostet hat. Der ist auch voll groß und ich dachte, der kostet bestimmt so 20 Euro, aber der hat viel, viel weniger gekostet. Entweder haben die da einen Fehler gemacht. Weiß ich nicht. Hat mich aber auf jeden Fall sehr gefreut. Die haben dir auch alle ganz viele Glückwünsche gewünscht unter den Videos. Dankeschön, aber woher wissen die das? Weil ich es erwähnt habe. Dankeschön. Ja, ganz schön viele haben dir zum Geburtstag gratuliert. Und ich frage mich, wo der Wurmi ist. Die Kuschi ist da, der Bali ist unten im Keller. Und der Wulmi ist einfach so ein richtiger Freigänger. Durch und durch. Und lässt sich einfach nicht blicken. Ja. Da habe ich ihn. Da ist er. Hallo. Hallo Kuschi. Hallo mein Mädchen. Was ist los? So, jetzt gucke ich mal, wenn ich das Video schneide, ob der Ton besser geworden ist. Ich habe jetzt gerade mal angefangen, das Video zu schneiden ein bisschen. Habe schon gemerkt, dass der Ton definitiv besser ist. Aber man hört den Elias dann nicht mehr so gut. Das ist so ein bisschen blöd, aber mich hört man jetzt perfekt durch dieses Mikrofon. Ich wollte jetzt mal gucken, wo der Bali ist. Weil. Ah, da bist du. Hallo? Was machst du hier? Baby. Warum liegst du im Keller? Will ein bisschen seine Ruhe haben. Die Wäsche wartet auch noch auf mich. Habe ich da noch Wäsche drin? Hoffentlich nicht. Ups, hängen geblieben. Hoffentlich nicht, ich glaube. Nee, oh, ich habe schon gedacht. Ja, ich habe hier die komplette Bettwäsche gewaschen von dem Besuch, die da gewesen sind. Boah, das war schon richtig viel. Aber habe ich auch alles hinbekommen. Und jetzt mache ich mich gleich fertig. Dann muss ich auf die Arbeit. Ne? Mein Schatz. Und du? Ach, bist du traurig? Oh, mein Schatzilein. Oh, das ist immer so süß. Was ist immer so süß? Oi, Baby. Ja. Ruh du dich mal ein bisschen aus, ne? Ja, später geht der Elias ein bisschen mit dir raus, ja? Ja. Was hattest du denn da? Hast du auch eine Verletzung gehabt? Hat sich Grind gebildet. Der ist jetzt abgegangen. Und jetzt sollten da wieder Haare wachsen, Bali. Bitte. Ja. Lass den Ballon. Nein, jetzt schön. Wir haben doch gesagt, er soll schön bleiben erstmal. Für ein paar Tage. Ist doch immer noch schön und bleibt auch noch schön. Du willst aber das Helium rausmachen, ich weiß es ganz Ja, genau. ich will aber, ich will auch nicht. Das ist nicht gesund, Helium, Elias. Ja, ich weiß, aber das sieht auch schön aus. Ja, das sieht wirklich schön aus. Genghis! Genghis! Guten Morgen. Ihr Morgen! seid schon wach? Ja. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schießt man Elfmeter? Du kannst einfach zielen und du musst in der Mitte. Es schneit es? Ist das euer Ernst? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist schon mal. Was? Oh mein Gott.
Also zwar nur ganz, ganz leicht, aber es schneit. Hast du das gesehen? Guten Morgen. Wie geht's dir? Oh mein Schatzi. Oh, jo, hallo. Warum bist du nass? Regnet's hier rein? Wo? Hä? Du Schatzi, warum bist du nass? Ja, hier regnet's rein. Tatsächlich. Scheiße. Ich habe gerade einen Tropfen runterfallen sehen. Ja. Genau da, wo der Bali liegt, der ist komplett nass oben am Rücken. Okay. Ich habe mich gewundert, warum er nass ist, der Arme. Hier, irgendwo. Nicht gut. Das hier runter und tropft hier runter dann. Ah, nicht gut. Muss ich dem Vermieter Bescheid sagen. Schneid's einfach. Hier. Bauchi, Bauchi. Krauli, Krauli. Ist Wumi auch da? Kuschi ist da. Und Wumi? Ist nicht da. Hast du Hunger? Riaul, hast du Hunger? Leute, was macht ihr da? Was? Jetzt mal ganz im Ernst. Was soll das? Was ist das? Was denn? Schatz, das sind Leckerlis. Das ist keine Hauptmahlzeit. Ja, woher soll ich das denn wissen, wenn das unbekannte Dings ist? Schatz, das sieht man doch, dass das lecker... Nein, das sieht man nicht. Nein, bin ich nicht, dass man das sieht. Nee, ich meine das ernst. Das war einfach in so eine unbekannte Verpackung drin. Natürlich gebe ich das. Es kann ja echt nicht wahr sein. Also wenn ich die Katzen mit den Genghis alleine lassen würde, ich glaube, die würden nach so 4-5 Monaten richtig übergewichtig sein. Da bist du ja, ich hab dich gar nicht gesehen. Du hast ja schon die ganze Zeit hier oben gelegen. Hallo, Elephant Baby. Du warst ja richtig getarnt. Na, ich beiße dich. Ja. Sollen wir loslassen? Ah. Oh. Wie süß der aussieht. Ja. Geh weg. Oh, reicht jetzt. Reicht jetzt. Reicht jetzt, gell? Mein Schatz, wie hübsch ist. Hast du gesehen, dass es draußen schneit, Wulmilein? Voll krass. Jetzt geht's wieder einigermaßen eben was heftig.